Kapitel 4, Punkt 2. Das islamische Urteil über Glücksbringer. Wie zuvor schon erwähnt, ist das Verbot von Amuletten, Talismanen und Glücksbringern nicht auf die arabischen Formen, die vom Propheten Friede und Segen sein auf ihm bekämpft wurden, begrenzt. Wo auch immer ein Objekt zu diesem Zweck benutzt wird, findet dieses Verbot seine Anwendung. Trotz des technologischen Fortschritts und wissenschaftlicher Errungenschaften ist der Gebrauch einer Vielzahl von Glücksbringern in der westlichen Gesellschaft heutzutage weit verbreitet. Viele Talismane sind mit dem täglichen Leben derart verflochten, dass nur wenige Menschen darüber nachdenken. Wenn aber ihre Wurzeln dargelegt werden, wird der Schirk, der ihre Grundlage ausmacht, klar erkennbar. Im Folgenden nur zwei Beispiele von im Westen beliebten Talismanen. Die Hasenpfote. Die hinteren Pfoten von Hasen oder goldene, silberne Nachbildungen davon werden von Millionen von Menschen im Westen in Form von Ketten und Armbändern als Glücksbringer getragen. Der Ursprung dieses Glaubens basiert auf der Gewohnheit des Hasen, die hinteren Beine auf den Boden zu schlagen. Die Vorfahren glaubten, dass Hasen, indem sie auf den Boden schlugen, mit den Geistern unterhalb der Erde sprechen. Daher wurden die Pfoten als ein Mittel zur Überbringung der eigenen Wünsche an die Geister bewahrt, aber auch generell als ein Instrument, um Glück zu bescheren, benutzt. Das Hufeisen. In Amerika hängen in vielen Wohnungen Hufeisen über den Türen. Verkleinerte Versionen werden auch im Glauben, dass sie Glück herbeiführen würden, als Armband, Schlüsselanhänger oder als Halsband getragen. Die Wurzeln dieser Vorstellung kann man in der antiken griechischen Mythologie finden. Im antiken Griechenland wurden Pferde als heilige Tiere angesehen. Wurde ein Hufeisen über einer Tür aufgehängt, dachte man, es würde Glück bringen. Die offene Seite musste nach oben zeigen, sodass das Glück anhält. Wenn es nach unten zeigte, glaubten sie, das Glück würde vergehen. Der Glaube an Glücksbringer soll erschaffenen Dingen nach dieser Überzeugung die göttliche Kraft geben, Unglück abzuwenden. Daher behaupten diejenigen, die solche Glaubensvorstellungen unterstützen, dass Allahs Herrschaft durch seine Schöpfung begrenzt sei. So sprechen sie den Glücksbringern mehr Macht zu als Allah, da diesen Glücksbringern die Fähigkeit beigemessen wird, ein Unglück zu verhindern, das von Allah bestimmt wurde. Deswegen ist der Glaube an Glücksbringer und dergleichen eine offensichtliche Form des Schirk, genauso wie es Ibn Mas'ud in einer zuvor genannten Überlieferung erläutert hat. Diese Beurteilung wird auch durch den folgenden Hadith bestärkt. Uqba ibn Amir berichtet, dass als eine Gruppe von 10 Männern zum Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, kam, er den Treueschwur nur von 9 annahm. Sie fragten, O Gesandter Allahs, warum nahmst du den Vertrag von 9 an und hast diesen Mann abgelehnt? Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, wahrlich, er hat einen Talisman bei sich angebracht. Der Mann steckte danach seine Hand in seinen Mantel, nahm den Talisman ab und zerbrach ihn. Nachdem der Prophet seinen Schwur annahm, wandte er sich den Leuten zu und sagte, wer auch immer einen Talisman trägt, hat Schirk begangen. Amulette mit Koranversen. Die Sahaba wie Abdullah ibn Mas'ud, ibn Abbas und Hudhayfa waren alle gegen Amulette mit Koranversen. Einige Gelehrte unter den Tabi'un, den Schülern der Gefährten des Propheten, haben es zwar erlaubt, die meisten aber waren dagegen. Jedoch unterscheiden die Hadith-Texte über Talismane nicht zwischen Glücksbringern mit oder ohne Koranversen.
Zugleich haben wir keine Berichte darüber, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, Koranverse getragen hat oder erlaubt hat, sie zu tragen. Das Tragen von Koranversen auf diese Art und Weise widerspricht der Methode des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, Zaubersprüche zu brechen und Böses abzuwenden. Es ist Sunna, bestimmte Kapitel und Verse aus dem Koran zu rezitieren, wenn einem Schlechtes widerfährt. Die einzig empfohlene Methode, um gutes Schicksal durch den Koran zu erlangen, ist es, ihn selbst zu rezitieren. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wer auch immer einen Buchstaben aus dem Buch Allahs liest, verdient eine gute Tat. Und jede gute Tat ist 10-mal mehr wert als sein eigentlicher Wert. Ich sage nicht, Alif Lam Mim ist ein Buchstabe. Alif ist ein Buchstabe. Lam ist ein Buchstabe. Und Mim ist ein Buchstabe. Das Tragen des Korans als Amulett ist wie das Gleichnis von einem kranken Mann, der ein Rezept von einem Arzt verschrieben bekommt. Anstatt das Rezept zu lesen und sich die Medizin zu besorgen, knüllt er es jedoch zusammen, steckt es in einen Beutel und hängt es sich um seinen Hals, in dem Glauben, dass es ihn heilen würde. Glaubt jemand, der den Koran in der beschriebenen Form als Amulett trägt, dass dies Schlechtes verhindern und ein gutes Schicksal herbeiführen könne, so unterstellt diese Person einem Teil der Schöpfung die Macht, etwas zu vermeiden, das Allah der Erhabene bereits vorherbestimmt hat. So verlässt er sich auf das Amulett anstatt auf Allah. Und genau das ist die Essenz des Schirk bei der Verwendung von Glücksbringern, so wie aus der folgenden Überlieferung zu erkennen. Isa ibn Hamza sagte: Einst kam ich Abdullah ibn Ukaym besuchen und fand dort Hamza. Ich fragte ihn: Trägst du nicht eine Tamima? Er antwortete: Möge Allah uns davor Zuflucht gewähren. Weißt du nicht, dass Allahs Gesandter, Frieden und Segen seien auf ihm, sagte: Wer auch immer ein Armband oder ein Halsband trägt, verlässt sich darauf? Der Brauch, Koranausgaben zu produzieren, die so sehr verkleinert sind, dass es nicht möglich ist, das Geschriebene mit dem bloßen Auge zu lesen, um sie dann als Medaillon zu tragen, lädt gerade zum Schirk ein. Ebenso ermutigen Ornamente mit Ayat al-Kursi, dem Schemelvers, die in winzigen, eigentlich unlesbaren Buchstaben geschrieben und als Anhänger getragen werden, zum Schirk. Trägt jemand jedoch solch ein Ornament als bloße Verzierung, begeht er keinen Schirk. Die meisten Leute tragen sie aber mit der Absicht, sich damit vor Bösem zu schützen und machen sich auf diese Art einer Kategorie des Schirk in den grundlegendsten islamischen Prinzipien des Tauhid schuldig. Muslime sollten sehr darauf achten, den Koran nicht auf diese Art und Weise zu gebrauchen. Durch das Aufhängen des Korans in Autos, als Schlüsselanhängern, Arm- und Halsbändern, so wie es Nichtmuslime mit ihren verschiedenen Amuletten und Talismanen machen, wird dem Schirk Tür und Tor geöffnet. Daher muss man sich bewusst darum bemühen, den eigenen Glauben von allem zu reinigen, was im Widerspruch zu einem reinen Konzept des Tauhid steht.